Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So Leute, ich glaube in der heutigen Folge werden wir mal schauen, ob wir nicht unseren Söldnerrang mal ein bisschen hochpushen können. Ich habe jetzt schon mal einen markiert, einen Söldner, der auf unserem Level ist. Also was heißt unser Level? Unsere Stufe hat unseren Rang. Und es wäre Icarus der Weber. Den habe ich markiert und der ist auch auf der Karte genau dort, wo wir ihn haben wollen. Also ziemlich nah an einem Aussichtspunkt. Der ist hier. Und den werden wir uns doch jetzt mal schauen, ob wir uns den snacken können. Dann machen wir eine Schnellrennen, damit wir in dem Rang ein bisschen aufsteigen. Sind ja erst Rang 3. Aber ich denke mal, dass es eigentlich nicht so schwer sein sollte, dass wir hier aufsteigen. Wir müssen uns halt bloß die richtigen markieren, sag ich mal. Und wir haben jetzt schon einige Aussichtspunkte, dass wir gut reisen können. Und dazwischen nicht ewig mit dem Schiff fahren müssen. Also, mein Ziel ist jetzt erst in den nächsten Folgen mal ein paar Söldner zu legen, die restlichen kleinen Inseln und so weiter freizuschalten, auf jeden Fall Aussichtspunkte freizuschalten, damit wir hier auf der ganzen Karte hin und her reisen können und nicht ewig mit dem Schiff fahren müssen. Und dann kommen natürlich auch bald die Kultisten dran. Und da haben wir auch noch einiges zu tun. Also es werden noch einige Folgen werden. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Und markiert haben wir uns schon. Er ist 600 Meter weg. Da vorne geht er. Und dann schauen wir mal, ob wir den kriegen. Und wenn man ein bisschen selten, habe ich mich gar nicht groß gekümmert. Ab und zu mal einen mit Zufall erledigt. Und ob der uns gut geschrieben wird oder nicht, das sehen wir eben erst, wenn wir den Tod bestätigen müssen. Dann wissen wir gleich, dass wir den gut geschrieben bekommen. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Und die geben natürlich auch epische Waffen oder legendäre. Also gelbe Waffen, das Beste, was es im Spiel gibt. Und der aktuelle Söldner ist Rang 47. Und da unten geht er auch schon. Das snacken wir uns jetzt. Alter, macht der Schaden. Alter, was ist denn los? Egal, wir ziehen. Sollen wir die Waffe wechseln? Manchmal zweifle ich an meinem Söldnerleben. Okay. Der war nicht einfach. So, Infanier, warte mal. Die ist jetzt Rang 7. Wir müssen doch aber
Bringt uns die schon was oder nicht? Ich glaube eher nicht, oder? Wir müssen ja... Flammenwerfer, müssen wir die auch erledigen oder nicht? Ich weiß es nicht. Und aktuell gerade im Rang 3. Ich glaube, wir müssen die Rang 3 Leute erstmal killen. Folgen. 9000 Meter, okay. Wo ist der? Hier unten. Ah, okay. Er ist eh nicht weit weg. Ja, wir werden jetzt einige Schnellreisen machen müssen. Ich weiß bloß nicht, ob wir alle, müssen wir alle Söldner in unserem Rang erledigen, damit wir aufsteigen, oder müssen wir die höheren Ränge erledigen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Das Spiel hat schon erklärt, aber... Ja, aber das mit der Lanze ist nichts. Hinter uns. Die Richtung. Okay, dann schauen wir doch mal. Hinter dem Berg sein, der Schlingel hier. Wäre cool, wenn wir Söldner Rang 7 oder 8 wären. Ich weiß ja nicht, wie viel es da gibt. Und ich weiß auch nicht, wie zeitaufwendig das ist. Insgesamt ist. Also ich denke mal, wir werden jetzt da schon mal ein bisschen was machen. Die nächsten 2 Folgen oder so. Mal schauen. Und dann sehen wir schon. Da unten ist er auch schon. Auf jeden Fall ein Tierchen dabei. Ich denn? Oh, warum mache ich das denn? Okay, warum konnte ich jetzt den Tod nicht bestätigen? Verstehe jetzt nicht.
Besiegt, besiegt. Müssen wir in den nächsten? Wir haben jetzt hier. Wir müssen hier in den Rang jetzt, in Rang 4. Warte mal, wenn wir gleich. Können wir nicht. Mal Rang 5, Rang 6. Rang 5. Helios der Verbitterte. Rang 6, Rang 7, Rang 8, Rang 9. Okay, wir müssen praktisch. Wir probieren jetzt einfach mal hier in dem Rang 5. Verfolgen. Machen wir den mal. Schauen wir mal, ob das ein Ziel, wenn wir den Rang höher sind. 13.000 Meter, meine Fresse. Hier oben ist der. Okay, ist er nicht weit weg. Oder wir müssen immer einen Rang höher kommen. Ja, alle Söldner umbringen, das wäre ja Wahnsinn. Das sind ja, glaube ich, 10 Ränge mal 4 oder 5. Gleich sind wir eine 50 Söldner. Das Ding wird geht, der ist jetzt Rang 5. Mal schnell gucken, und zwar im Inventar, ob nicht die andere Rüstung besser wäre. Wir haben hier zwar die 47 und 1031, die schlechte, die ist, man muss im Krieger mehr Schaden ein bisschen. Okay, dann schauen wir doch mal. Unten ist er schon. Oder ist sie? Ja, wieder nix. Der zählt nicht. Warum zählt er denn nicht? Verstehe ich jetzt nicht, warum der nicht zählt. Die haben wir hier auch nicht alle erledigt.
Oder ist Rang 1 das höchste? Essixia ist die Legende. Okay. Dann machen wir den mal. Dann ist Rang 1 das höchste. 2800 Meter. Hier ist er. Okay. Wie kommen wir hier am schnellsten hin? Hierher. Oh, der wird schwer. Der ist Level 50. Der wird krass. Aber zwei Level müssten eigentlich gehen, wenn wir uns... Wenn wir aufpassen, müsste es funktionieren. Aber es wäre der letzte im Rang 1 mit dem höchsten Level. Also das muss eigentlich... Müsste eigentlich passen. Meter. Schaden. Das ist ein Kultist gewesen. Alter Schwede.
Söldner? Rang 3. Rang 1 gesperrt. Nur die Stärksten können diese Spitzmühle unter den längere Zeit behaupten. Okay. Warum ist es gesperrt? Gesperrt? Rang 3. Okay, das heißt, wir müssen hier die zwei, den hier noch erledigen, oder wie? Dann schnappen wir uns den hier. Dann müssen wir praktisch in den Rängen die alle erledigen. Aber dann Rang 4. Rang 3. Okay, dann schauen wir mal, ob da was bringt. Dreitausend Meter. Da unten ist der, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier ran. Einen habe ich ja gesehen, dass der in der Arena ist. Das wäre jetzt nämlich der letzte von unserem Rang. Ich denke mal, dass wir dann auf Rang 2 hoch pushen. So, wo ist der? 500 Midi. Da drüben. Hier, ist mit dem Pferd unterwegs, oder was? Und wir entfernen wir uns immer weiter, bevor wir näher kommen.
Oh, kann das Pferd nicht schneller rennen? Wo ist denn der? Ella. Boah, lauf doch mal schneller. Die Tore sind zu. Kein Händler kommt rein oder raus. Und ein Heer Spartaner wartet auf seine Beute. Das ist doch ein Witz. Was ist denn das für ein Scheiß? Bewegung! Komm schon! Ella! Los. Okay, waren 7. Jetzt haben wir wieder 2 im Rang 3.
Verstehe nicht. Kein Plan heute, wie das hier funktionieren soll. 1000 Meter ist die was weg. Ella. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, aber ihr habt keinen Plan. Sind Rang 3? Oder ich muss die erste Hürdenringe aufdecken. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig Söldner gemacht in dem Spiel. Hundertprozentig, wenn ich den jetzt kille, dann werden wieder zwei neue da mit dem ran. Ah.
So, jetzt habe ich den in Rang 5 erledigt. Rang 3. So, wieder ein. Die habe ich doch vorher schon erledigt. Das ist ein einziges Gereise jetzt. Sorry, Leute. Oder ich habe den im Rang 1 erledigt, dass ich die gar nicht. Da ich den einen Rang gar nicht überspringen kann, dass ich gleich jetzt im Rang 2 erstmal weitermachen muss. Das schauen wir uns danach nochmal an. Weil ich stehe schon an erster Stelle jetzt in dem Rang 3. Ich denke mir, dass ich da wirklich jetzt einen Rang 2 erst machen muss und dann halt auf Rang 1 kommen kann. Komisch, komisch. Aber wer nicht probiert, der nicht gewinnt. So, 450 Schmiede. Würde er nicht reinspringen. Wenn dem jetzt wieder nichts bringt, dann werde ich im Rang 2 schauen. Wieder nichts gebracht, okay.
Dann schauen wir im Rang 2, ob wir da weiterkommen. Der Feuerdonner. Stoppen wir uns den hier. Hier gibt es ja gleich besseren Loot. Wahrscheinlich ist er wieder 20.000 Meter weg. Ne, 10.000 plus. Die Hälfte. Ist das hier? Okay. Dann schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall mal schnell die Pfeile auffüllen komplett. Dann haben wir so 19 Stück von 60. Ganz schön was verbraten. So, gehen wir mal ins Menü bitte. Einmal ins Menü. Inventar. Okay. Schauen wir mal, ob wir uns das decken können. Okay, es würde eigentlich Sinn machen, wenn wir immer bloß einen Rang über uns diesen Tod bestätigen. Sonst könnten wir gleich zu Rang 1 springen von dem Rang 10 und dann wäre es ja gleich erledigt. Willst du mich verarschen? WTF. Die hat mich einmal getroffen. Hallo? Das muss ein Level über mir. Warum ist der so stark?
Okay, der hat gezählt. Rang 2 muss ich also jetzt, ne? Okay. Eieiei, ja, war nicht einfach. Jetzt bin ich im Rang 2. Okay, ja, kapiert. Dann können wir uns jetzt die snacken. Gut, und dann schauen wir noch mal. Was haben wir da bekommen? Wir haben da irgendwie so eine Keule gekriegt oder so. Ich weiß halt nicht, ob die gut ist oder nicht. Den machen wir mal raus und tun uns dafür... den da rein. Okay, 7000 Meter. Meine Fresse. Überall rum. Eiern da. Oh, das war ja wohl wunderbar. Ich musste fast beim Schiff hin. Mit dem Schiff rüber.
dann hätten wir ja noch die in der Arena. Die Bitch. Mal schauen, wo unser Schiff ist. Einmal links rum. Ah, unten, okay. Ziemlich langsam. Ich würde lieber auf mein Schwert gehen. Aber gibt es keinen Anliegepunkt oder so? Ich laufe auf hier so eine Vulkaninsel. Im Hafen. Ja, ein Monster mit brennend roten Augen und es brüllt wie Zeus donnert. Wir werden uns auf jeden Fall einen Aussichtspunkt hier holen. Speichern erstmal. Das ist Roxanne's Jahr. Sie wird die Schlacht in einer Legende mit Sicherheit gewinnen. Was? Sie hat doch nicht mal einen.
Kein Problem. So, wir holen uns noch schnell den Aussichtspoint. Oh, der ist da oben, ey. Okay. Dann wollen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt nochmal die nächsten Rang 2 machen müssen. Normalerweise können wir doch jetzt zum Rang 1 springen. Coole Insel auf jeden Fall. Gut, der nächste wäre jetzt eigentlich eher hier. Okay, Herausforderung. Kommen wir jetzt gleich zur Arena? Das wäre ja Schnucke, wa? Schauen wir mal. Also, das Symbol oben wäre eigentlich Arena gewesen. Ja, okay. Alles klar. Ich glaube, da werde ich mit dem Pfeil und Bogen drauf gehen. Oh, diese Ladezeiten gehen mir echt auf den Sack.
Stehen wir wieder am Anfang, oder? Kann ja so schwer sein, der Sack. Mal auf Null jetzt. Noch mehr? Gesperrt? Warum ist es gesperrt? Verstehe nicht, warum es gesperrt ist. Geben wir doch nichts. Was soll ich denn mit denen? Nur die Stärksten können diese Position. Dann muss ich da Level 50 sein, oder was? Verfolgen. Was hat denn er jetzt hier? Wähle deinen Gegner. Ich hätte nur noch den hier. Ah, da warten wir noch. Ich will jetzt nicht kämpfen. Wie du willst, Söldnerin. Wir schauen jetzt nochmal, ob das jetzt was bringt. Wir haben jetzt Rang 2 mäßig alles fertig gemacht. Also es wäre jetzt eigentlich nur noch die hier. Aber warum ist die gesperrt? Ich verstehe nicht.
Ach, so weit. Nur so von hier rüber. Schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Und dann haben wir jetzt den Aussichtspunkt auf jeden Fall noch. Komisch, komisch, komisch. Warum das nicht hinhaut? Oder müssen wir erst die 40 Söldner insgesamt haben, dass wir dass wir da weitermachen können? Wir haben schon eine Quest 40 Söldner erledigen. Vielleicht müssen wir erst die 40 Söldner komplett erledigen. Wir haben jetzt, glaube ich, 22 oder so. Okay, das wäre kein Ding, das könnte ich offscreen machen. Bis halt das endlich freigeschaltet wird. Die wird mir nichts bringen, wenn ich die jetzt erledige. Komm schon.
ist eigentlich nicht schwer gewesen. Ich hatte einfach kein Adrenalin mehr. Mal schauen, ob man nicht das wieder ganz hinten anfangen muss. War mir komplett klar. So ein Scheißdreck. Und los. Los! So, ich speichere jetzt. Na los. Aber sie die Spitze der Nahrungskette.
Rung 1. Und da ist er. Yeah, Abraxas. Krone des Perseus. Geile Sache. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Und jetzt schauen wir uns doch gleich mal unser Hütte-Hü an. Geile Sache. Und los. Okay, Söldnermäßig sind wir auch durch. Ella. Sehr schön. Das heißt praktisch, dass wir in den nächsten Folgen jetzt irgendwie mal langsam auf Kultistenjagd gehen, Leute. Dass wir dort auch mal vorankommen. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Ich weiß, ziemlich lang jetzt gewesen. Bald anderthalb Stunden, aber hilft nicht. Macht halt einfach Spaß, das Spiel. Und wenn man nur 20 Minuten aufnimmt, ist auch immer blöd. Dann wären es 300 Folgen. Das wollen wir auch nicht. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi.